liegst mir im Herzen, du, du bist mir so nah. Du, du, alle mein Liebste, weißt ja, wie gut ich dir bin. Ja, 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 weißt ja, wie gut ich dir bin. Hallo, die Damen. Hallo. Ich darf Sie duzen? Sehr gerne, sehr gerne. Was habt ihr uns heute für ein Gericht mitgebracht? Wir haben heute Schnittsuppe mit Butterklößchen und Kreppel. Kreppel? Kreppel, so die früher vielleicht mal also bei manchen Krapfen genannt werden. Kannst du vielleicht noch ergänzen, Mutti, also dass wir unsere Vorfahren kommen ja aus dem Südhessischen. Und auch bis heute nennt man die Krapfen im Südhessischen ja tatsächlich Kreppel. Kreppel, ja? Bei uns war es halt Kreppel. Welche Zutaten brauchen wir dafür? Dafür also für Schnittsuppe, das ist trocknetes Obst. Also das sind Pflaumen, Aprikosen, Apfelringe. Das wird gekocht, also ganz weich gekocht. Und da kommen auch noch Rosinen dazu. Und am Ende kommt noch Schmand und Butterklößchen. Butterklößchen, das ist, die werden als trocknetem Brot gemacht, mit ein bisschen Butter da rein und ein bisschen Ei. Und das waren bei uns die Butterklößchen. Die kommen auch in diese Suppe da rein. Meinst du die, die wir mit meinem Bruder als Kinder so gerne weggenascht haben, bevor sie in die Suppe reinkamen? Also legen wir los. Gut. So, also zuerst müssen wir natürlich Wasser haben, so viel wie wir brauchen. Also wir haben diesen Topf. Ich bin so, die Assistentin. Ja. So, und dann besser ist, wenn die Schnitz, das wir nannten. Warum heißt die Suppe Schnitzsuppe? Das ist einfach getrocknetes Obst. Und die werden ja geschnitten, weil bei uns bei den Russlanddeutschen waren ja zum Beispiel die Äpfel, die waren ja vorher geschnitzt und getrocknet und da vorher kommt der Name Schnitzsuppe. So, da machen wir dieses Schnitz, das etwas kleiner. Albine, du kannst mir auch bitte helfen. Das ist bei uns schneller. Genau. Warum habt ihr euch für dieses Gericht entschieden? Weil dieses Gericht wurde bei uns immer früher bei Festtagen gekocht. Zum Beispiel sonntags, bei Feiertagen. Und noch zum Beispiel war das bei uns üblich, Schnitzel und Kreppel, wenn eine Frau ein Kind bekam. Also, und dann wurde zu ihr immer Schnitzsuppe und Kreppel gebracht. Bei der allgemeinen Mangelware, die es so gab in der ehemaligen Sowjetunion, war es immer sehr schwierig, überhaupt irgendwelches Dürrobst zu finden. Also die einzige Rettung waren dann die Händler aus dem Kaukasus oder aus Usbekistan, aus Kasachstan, die dann mit ihrem Obst dann vorbeikamen als Händler. Und dann standen schon die Hausfrauen, alle Schlangen, haben dann das Dürrobst, also die ganzen Zutaten für die Schnittsuppe dann eingekauft. Also unser Dorf lag ja in Sibirien. Da waren mehrere Tochterkolonien der Russlanddeutschen. Das ist da, wo heutzutage dieser deutsche nationalen Rajon in Asowa ist, in Halmstadt ist. Und, das heißt im Altai? Im Altai, genau, ja. Im Altai. Und so kleine brauchst du da gab es ja nicht schneiden. Wirklich Obst, ja? Keine richtigen Beeren. Dann gab es nur so ganz kleine Äpfelchen, so wilde Äpfelchen, Schäfsnäschen haben die genau. Bei uns. Und die wurden dann eingesammelt im Herbst und dann wurden die getrocknet. Ja? Dann wurden die getrocknet und dann durch den Fleischwolf. Und das hat man dann auch für Ribbelkuchen dann verwendet oder zum Beispiel Ränzchen gebacken. Ja, das kommt jetzt alles ins Wasser.
und köchelt so ein bisschen, einfach nicht lange, weil das, selbst das Obst ist ja richtig, man kann es ja auch so roh essen, aber etwas weich. Na, vielleicht können wir auch noch gleich ein bisschen Zucker hereintun, dass die nicht, aber ganz wenig, also wenn wir, das schmecken wir später nochmal ab. So, und das kann jetzt noch kochen. Dazu jetzt können wir anfangen mit den Klößchen. Butterklößchen, also habe ich schon gesagt, das ist altes Brot, das heißt altes von gestern, von vorgestern, weißes Brot. Das wird ganz schön gerieben, das habe ich mit Reibers zum Beispiel, das sehen Sie hier. Das ist einfach schon das Brot. Da kommt noch herein jetzt ein Ei, aber weil ich so wenig habe, weil wir zu Hause, da wurde ja ein großer Topf gekocht. Russlanddeutsch, weil die immer sehr große Familien. Familien, ja. Und deswegen nehme ich jetzt nur das Eigelb und etwas Butter. Aber das reicht. Das reicht. Das reicht, ja, das können wir so gebrauchen, weil das hier, das muss jetzt da jetzt einfach herein. Daraus müssen wir so einen Teig machen. Immer schön kneten. Oh, das ist ja schon richtig. Das ist jetzt so ein Teig, da machen wir jetzt von diesem. Ja, machst du einfach noch mal ein bisschen so zusammendrücken, weil je kleiner, desto besser, aber das muss ein bisschen. Kannst du dich erinnern, als kleines Kind, die immer helfen wollte bei Pelmeni oder so, die wir dann zusammen gemacht haben, hast du immer gesagt, aber nicht so groß, schön akkurat. Ja. Kannst du die bitte da paar rein? Nein? Das, oder ich mache sie einfach so herein. Das ist ja nicht schlimm. So. Probier's mal, ob es jetzt. So. Schmeckt's? Vielleicht noch ein bisschen. Bisschen Zucker. Kannst du einen Löffel voll rein? Aber das wird ja dann am Ende nochmal abgeschmeckt. Wenn der Schmand reinkommt. Jeder hat doch so Geschichten, die ein oder andere. Hast du eine Geschichte aus deiner Heimat, die du uns zum Besten geben kannst? Wie war das Leben für dich so? Natürlich habe ich da jetzt eine Geschichte, was mich immer wieder. Wir mussten zu Hause. Ich war jetzt Lehrerin, aber wir waren angewiesen auf Selbstversorgung. Und das heißt jetzt, wir hatten zu Hause auch alles, was so eine Bauernfamilie hat. Das fällt, ist mir immer dann so aufgefallen, dass, was wir als für Selbstversorgung machen mussten. Das ist eine Geschichte, die ich zum Beispiel nicht vergessen konnte. Weil mein Mann zum Beispiel war Zahnarzt, ich war Lehrerin und trotzdem mussten wir eine Kuh haben, wir mussten ein Schwein haben, wir hatten viel Hühner, Gänse und alles, also einen großen Garten, Gemüsegarten und Kartoffeln, ganz viele, das mussten wir alles, also das wurde alles, das so eine Seite hat, haben wir unser Geld verdient, hätten es kaufen können, aber es gab nichts zum Kaufen, warum mussten wir alles das selbst. Und das ist solche Geschichte, die viele nicht verstehen können, dass es bei uns so war. Ja, okay. So, da kommen jetzt ganz langsam, aber das muss ich jetzt gucken, weil das muss jetzt, das darf nicht, das darf nicht köcheln, sondern so ein bisschen. Ah, klappt das? Ja, das sieht schon gut aus. Angst, das muss wie eine richtige Schnittsuppe. Köcheln, so 2-3 Minuten vielleicht, dass es, die dürfen jetzt nicht zerfallen. Ich muss diesen Schmand erstmal ein bisschen, dass er so ein bisschen verdrücken, dass er jetzt nicht mit Klümpchen. Klingt gut. Hast du es ausgemacht schon? Ja. Achso, nein, das geht schon. Wunderbar. So, und jetzt können wir schon langsam anfangen mit den Krepen. Ja, den Teig habe ich jetzt schon zu Hause vorbereitet. Und da muss jetzt richtig viel, weil der Teig muss schwimmen.
Der muss richtig heiß auch sein. Der. So. In den Teig kommt rein Joghurt. Ich räume das schon mal so ein bisschen. Ja. Eier. Bis etwas Schmand. Natürlich Salz und bis etwas Zucker. Und Mehl. Das wird alles Backpulver. Alles zusammen ergibt den Teig. Dann Mehl auf die Arbeitsfläche und raus damit. Jetzt kneten. Und jetzt schneiden. Kneten und schneiden. Rein damit. Und wie der schwimmt. Ich hätte da noch eine andere Frage. Was würdest du heute jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen? Freuen, dass sie in so einem Land wohnen, dass sie die Demokratie schätzen können, dass einfach sie zielstrebig auch, sind sie jetzt schon hier, zielstrebig bleiben, einen Beruf unbedingt machen werden und dann wird alles, alles ist hier richtig, sie wohnen in einem guten, schönen Land, dass ich jetzt zur Zeit auch denke, ja, warum habe ich Heimweh, aber ich finde, dass es selbstverständlich war. Und, aber ich bin jetzt hier glücklich mit meinen Enkelkindern inzwischen, mit meinen Kindern und deswegen ist alles gut gelaufen. Und ja, und wir, die Zukunft, die sollen unbedingt die Jugendlichen denken an ihren auch Beruf, sollen aktiv bleiben und dann wird auch alles ihnen gelingen. Habt ihr das gehört? Was für weise Schlussworte. Und wenn ihr euch auch eins davon zu Herzen nehmt, wird aus euch zumindest kein schlechterer Mensch. Ein großer Dank geht an unsere beiden Gäste und ich sage, bis bald. Ja, liebe Emma, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht, bei uns mitzumachen. Das war auch, ich war wieder zurück in mein Prozess Nova. Und deswegen, die Erinnerungen sind wieder hochgekommen. Aber ich bin jetzt auch richtig glücklich. Danke dir. Ja, wenn auch ihr Spaß an unserem Video hattet, hinterlasst gerne ein Like und abonniert unseren Kanal. Und das Rezept findet ihr wie immer unten im Kästchen.